herzlich willkommen zum fünften und vorletzten teil des themas typografie. wir haben uns in den äh, letzten videos ja damit beschäftigt äh, dass lesen äh, wie so vieles in der wahrnehmung hypothesenbildung ist dass da eine hypothesenbildung eine große rolle spielt und dass dann auch vor allen dingen auch die gestaltung des textes selber dabei eine große rolle spielt ob diese hypothesenbildung möglich ist oder ob es vielleicht sogar zu störeinflüssen kommt wenn irgendwas ablenkt was nicht ablenken sollte. Wir haben uns dann intensiv damit beschäftigt, welche Schriftarten es gibt, welche Schriftartenfamilien es gibt und welche Schriftart man am Bildschirm verwenden sollte und haben uns da damit beschäftigt, ja, was äh, da notwendig ist, wenn zum Beispiel Unterscheidbarkeit auf Buchstabenebene gewährleistet sein muss oder was man machen muss, um ja eine Lesbarkeit auf verschiedenen Bildschirmtechnologien wirklich hinzukriegen. Jetzt in diesem Video soll es äh, nun noch darum gehen, wie wir denn den Text am Bildschirm eigentlich ausrichten, also sowohl die horizontale als auch die vertikale Ausrichtung äh, ist jetzt an dieser Stelle das, worum es gehen soll und äh, beides ist besonders wichtig, denn es hat stark mit der Forderung nach Ablenkungsfreiheit zu tun. Und ablenkend wirken kann bei Text sehr schnell etwas, zum Beispiel ein Zwiebelfisch. Ein Zwiebelfisch äh, liegt dann vor, wenn ein einzelnes Zeichen in, einer, äh, in einem Satz versehentlich in der falschen Schriftart gesetzt wurde. Und ihr seht, in dieser Zeile äh, ist das tatsächlich der Fall, äh, die mit dem Punkt davor, nämlich das Z bei Zeichen ist eine falsche Schriftart. Und das kann für Irritationen sorgen. Das wird meistens nicht so sein, dass man den Text nicht mehr lesen kann, aber es sorgt zumindest für so einen Bucheffekt. Das passiert, wenn, die, wenn ein einzelnes Zeichen in der falschen Schriftart gesetzt ist oder auch wenn die Schriftgröße von einzelnen Zeichen nicht mit den anderen übereinstimmt. Dann hat man diesen Ablenkungseffekt, diesen, naja, äh, Effekt, der einen sehr äh, wundern kann. Äh, wichtig ist aber auch, um Ablenkung zu vermeiden, dass man eine vernünftige Ausrichtung des Textes hat. Und äh, das sehen wir hier in dem Absatz darunter. Guck mal, die mittlere Zeile, die ist eingerückt leicht. Und das sieht sofort unordentlich aus. Und es sorgt auch für eine Ablenkung. Also dass man äh, irgendwie automatisch dorthin guckt, weil da eine Ausnahme an dieser Stelle passiert. Das sollte man also immer vermeiden, Text unklar ausgerichtet zu haben. Das hat gleich noch eine sehr interessante Konsequenz, wenn wir uns mal überlegen, wie wir denn den Text ausrichten sollten. Wie sieht es denn aus mit der horizontalen Ausrichtung von Text? Also, vertikale Ausrichtung ist klar, dass man üblicherweise, denke ich mal, eine linke Kante nimmt, wenn wir zumindest in unserem Sprachraum sind. Wenn wir im arabischen Sprachraum sind oder im hebräischen Sprachraum unterwegs sind, dann nehmen wir natürlich eine rechte Kante. Und dann sagen wir auf der rechten Seite, hier, da wird der Text angeordnet. Gut, jetzt für unseren Bereich, also linke Kante. Wie ist es mit den Zeilen? Worauf müssen wir da achten? Ja, wir müssen darauf achten, dass die Buchstaben immer auf der Grundlinie stehen. Bei normalem Text ist das eigentlich keine große Schwierigkeit, denn äh, die Betriebssysteme selbst achten natürlich darauf, dass äh, wir auf der, auf der Grundlinie bleiben. Äh, ich kann es eigentlich kaum hinkriegen, dass ein, ein Text, äh, sagen wir mal, äh, ausreißt aus der Grundlinie. Das müsste ich schon sehr, sehr mutwillig erst herbeiführen, diesen Zustand. Und äh, das macht wahrscheinlich keiner. Aber es ist ja manchmal so, dass man mehrere Textelemente hat. Und diese mehreren Textelemente, die sollten sich natürlich nicht zueinander verschieben auf der Grundlinie. Auch dann entsteht so ein Holper-Effekt, der dann auch einen tatsächlich beim Lesen stolpern lässt oder schon bei der bloßen Betrachtung äh, wundern lässt und dann die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Stelle leitet. Ich habe es in einem der vorherigen Videos gesagt, dass die Serifenschriften einen großen Vorteil haben, was die Unterstützung der Grundlinie angeht. Und das macht sich vor allen Dingen bei längeren Texten bemerkbar. Wir können uns das hier mal klar machen. Hier steht das Wort Grundlinie zweimal. Und ich decke jetzt mal den Buchstaben relativ weit ab, sodass man eigentlich nur noch quasi das sieht, was direkt an der Grundlinie sich befindet. Und jetzt guckt mal, was jetzt hier ist. Jetzt seht ihr auf der linken Seite wo ja die serifenlose Schrift gewesen ist. mehr so, so einer sieht ein bisschen aus wie ein Morsemuster, also nur noch einzelne kleine Punkte, während auf der rechten Seite, wo die serifenschrift verwendet wurde, man eigentlich eine fast durchgehende Linie sieht. Das heißt, die serifen unterstützen diese Grundlinie. Das ist ein Vorteil der serifenschrift, was sie gerade bei längeren Texten durchaus empfehlenswert macht. Ist es allerdings natürlich, wie wir beim letzten Mal ja äh, erfahren haben, nicht das Einzige, worauf man so achten muss, wenn man äh, Schriften auswählt. Und im Bildschirm ist es meistens gar nicht besonders wichtig, dass man diese Grundlinienunterstützung hat. Nichtsdestotrotz muss man aber darauf achten, dass die Buchstaben, die man hat, Texte, die man hat, immer auch auf die Grundlinie ausgerichtet sind. Wie sieht es aus mit Blocksatz oder mit äh, zentriertem Satz? Blocksatz ist etwas, was ähm, gefährlich ist. Denn Blocksatz hängt auch wieder stark davon ab, wie der Text ist, den wir in den Blocksatz setzen wollen und wie breit das dargestellt ist. Die Breite der Darstellung haben wir wahrscheinlich noch gut unter Kontrolle, aber den Inhalt des Textes vielleicht nicht. Wir müssen also wieder mal an die Robustheit denken. Und wenn wir schmalen Text haben und haben keine Silbentrennung, und machen dann auch noch einen, ähm, einen Blocksatz, dann entsteht das Problem, was wir auf der rechten Seite sehen, dass einzelne Zeilen quasi unterbesetzt sind. Das heißt, die Abstände zwischen den Worten werden auseinandergezogen oder wie man das in der zweiten Zeile sieht, sogar die Abstände zwischen den Buchstaben werden auseinandergespreizt. Das funktioniert zwar, aber es sorgt für völlig ungewollte Aufmerksamkeitsleitung. Diese zweite Zeile, wo steht Spaltenbreiten ist, ist viel auffälliger als der ganze Rest des Textes und das ohne wirklich einen Sinn und einen Verstand an dieser Stelle. Also Blocksatz nur verwenden, wenn man eine entsprechende Breite sicherstellen kann und wenn man idealerweise auch eine Silbentrennung sicherstellen kann, was nicht so einfach ist. Denn automatische Silbentrennung kann zu blöden Effekten führen. Das äh, habe ich hier einmal, das ist ein äh, aus dem Spiegel, Spiegel Online, da habe ich das mal gefunden, musste sehr lachen, als ich das gesehen habe. Äh, denn da sind gleich zwei so falsche Trennungen in zwei Zeilen hintereinander. Also die Spiegel Online Auto Rin. Das ist schon mal eine blöde Trennung. Ne? Autorin sollte man nicht nach Auto trennen, denn das ist eine sinnentstellende Trennung. Das sollte man immer vermeiden. Und danach kommt Standuppe-Rin, ist auch keine schöne Trennung. Ne? Also Stand-Upperin Stand könnte man vielleicht nach Stand trennen, aber nicht nach Standuppe. Das ist einfach eine dumme Art der Trennung. Das passiert aber natürlich, wenn man automatisch trennen lässt denn da gehört dann schon einiges dazu dass eine automatische trennung auch solche worte in fremdsprachen richtig mitverarbeitet oder auch ähm, sinnentstellende trennungen äh, wirklich gut erkennen kann. silben korrekt trennen bei deutschen wörtern wird wahrscheinlich funktionieren aber das ist alles was darüber hinausgeht ist schwierig. deswegen tut man eigentlich ganz gut daran wenn man das alles nicht sicherstellen kann um robust zu gestalten auf blocksatz zu verzichten. Dem Lesen tut es keinen Abbruch. Ein linksbündig, äh, linksbündig zentriert genau ein linksbündig äh, angeordneter Text ist genauso gut lesbar und man hat immer den Vorteil, dass der Abstand zwischen Buchstaben und Worten immer gleich ist. Würde ich also empfehlen, auch wenn der äh, Zeitgeist manchmal dagegen spricht. Ja, und das nächste ist zentrierter Text. Äh, auch da haben wir unten ein Beispiel. Wann sollte man Text zentrieren? Da kann man eigentlich nur sagen, nie. Äh, man könnte vielleicht eine Ausnahme machen, wenn es um ähm, Überschriften geht, also reine Überschriften, einzeilig. Da könnte man sagen, gut, hier ist eine Zentrierung vielleicht in Ordnung. Ansonsten keine Texte zentrieren. Das Einzige, was üblicherweise zentriert wird in unserer Gesellschaft oder in unserer Textgesellschaft, äh, sind äh, Gedichte. Und das ist eine Konvention, dass man Gedichte so aufschreibt, dann erkennt man sie sofort als Gedichte. Aber dem Lesen tut es auch da keinen äh, Gefallen, dass man das so aufschreibt. Denn das Problem ist dass ich keine Führungslinie mehr habe. Ich kann also nicht mehr einfach bestimmen, wenn ich am Ende einer Zeile angekommen bin, wo es denn in der nächsten Zeile weitergeht. Und dadurch wird das Lesen an dieser Stelle verlangsamt oder es passiert sogar, dass man in die falsche Zeile gerät und dann äh, sich verliest. Also zentrierter Satz, ganz schlecht. Blocksatz, nur in Ausnahmefällen Flattersatz, so nennt man das, wenn die eine Seite ähm, aligniert ist, also ausgerichtet ist und auf der anderen Seite die Zeilenenden so flattern, also jedes Mal anders sind. Zer Flattersatz ist völlig in Ordnung, Im, generell im Satz, aber auch äh, und das im Speziellen im, am Bildschirm, denn, denkt daran, wir haben es nicht unter Kontrolle. Wir wissen nicht genau, was da steht. Häufig. Wir wissen teilweise auch nicht, welche Schriftart gewählt wird, wenn wir zum Beispiel verschiedene äh, Systeme ähm, als Ziel haben und jeweils die eigene Systemschriftart verwendet wird. Also vorsichtig sein damit. Zu, in dem Zusammenhang noch interessant sind Zeilenabstände, denn auch da werden häufig Fehler gemacht. Und der häufigste Fehler ist, dass die Zeilenabstände zu klein gewählt werden. Dann entsteht der Effekt, den wir hier in dem kleinen grauen Kasten auf der rechten Seite sehen. Da hat man so den Eindruck, dass die Buchstaben aus den verschiedenen Zeilen schon ineinander ragen. Das tun sie faktisch hier gar nicht, aber es ist zu nah aneinander und es ist dadurch schwer zu lesen und man findet auch die nächste Zeile nicht richtig, weil die Zeilen sich voneinander gar nicht richtig absetzen. Wenn ich hingegen einen zu großen Zeilenabstand wähle, dann passiert der Effekt, dass ich das nicht mehr als zusammenhängenden Text wahrnehme, sondern wirklich als einzelne Zeilen dann sehe. Und das auch, auch das kann das Lesen erschweren. Zeilenabstand sollte man also, naja, eigentlich meistens so lassen, wie er ist. Der übliche Zeilenabstand ist ein Faktor von 1,2. Und wir sehen hier auf der Darstellung, was der Zeilenabstand eigentlich ist. Also von Grundlinie zu Grundlinie ist der Zeilenabstand. Und was bedeutet da 1,2? Das 1,2-fache der äh, Schrifthöhe ist gemeint, also der Kegelhöhe. Ähm, und das, was dann dazwischen ist, das nennt man in der Drucktechnik einen Durchschuss. Der, ähm, der Begriff ergibt durchaus viel Sinn, wenn man sich äh, das mal überlegt im klassischen Bleisatz. Ich schiebe in eine Zeile die ganzen Buchstaben rein und dann tue ich einfach ein Stück Blei dazwischen. Das sch schieße ich dadurch. Und dann kommt die nächste Zeile und das macht diesen zusätzlichen Abstand. Ein Zeilenabstand von 1,2 der Schrifthöhe ist normal. Wenn ihr jetzt irgendwo was davon hört, dass ihr 1,5-fachen Zeilenabstand verwenden sollt, dann meint das was anderes. Denn dann ist das 1,5-fache des Normalen gemeint. Also 1,5 mal 1,2 oder 2 mal 1,2, wenn man doppelten Zeilenabstand verwenden soll. Diese Technik des doppelten Zeilenabstandes, wo also quasi immer eine Zeile dazwischen frei ist oder eine halbe Zeile bei 1,5-fachem Zeilenabstand, ist eine Technik, die aus der Schreibmaschinenzeit übrig geblieben ist, aus einer Zeit, als man zwischen den Zeilen korrigiert hat, als man äh, Manuskripttexte hatte und konnte dann dazwischen was schreiben, um äh, Anpassungen da reinzuschreiben. Das ist eine Technik, die auch heute noch im Verlagswesen verbreitet ist. Die aber, sagen wir mal, bei uns eigentlich wenig zu suchen hat und äh, über die ich mich immer ein bisschen wundert, dass sie so häufig äh, als Regel gesetzt wird für, ab ab, äh, für äh, Ausarbeitungen in, äh, in der Universität oder in der Schule. Denn wirklichen Zweck hat das an dieser Stelle gar nicht mehr. Aber es ist so und äh, wir werden da wahrscheinlich die, naja, die Gewohnheit auch nicht äh, so schnell loswerden. So viel an dieser Stelle hierzu. Und im letzten Video des Bereichs Typografie geht es dann um die Möglichkeit, Text am Bildschirm auszuzeichnen. Also wie man es hinkriegt, dass bestimmte Textteile herausgehoben sind und vielleicht besondere Aufmerksamkeit erfahren können.